Servus Leute, hier ist wieder euer Boom Power mit Empire Total War. Letzte Folge, die ja statt Samstag Freitag kam, habe ich ja schon ein wenig über die kommenden Schlachten was diskutiert. Diskutiert. Kann man sowas sagen? Ja, geredet einfach ganz normal, Mann. Wieso einfach, wenn es kompliziert auch geht? Heute haben wir Samstag. Und gestern habe ich mich erstmal nur mit einer Sache beschäftigt. FIFA 13. Klappt's für die Aufnahme gut? Was brauche ich, um meinen PS3-Controller anzuschließen? Klappt das Spiel überhaupt? So, darüber... Ah, das ist so ein kleines Thema jetzt mal gerade, was ich halt da so gemacht habe. Aber das werde ich erzählen, während ich in der Schlacht bin. Weil jetzt heißt es nämlich erstmal mit 16 FPS irgendwie überleben. 15. Oh, scheiße, stimmt. Guck meine Maus an. Mal wieder gescheit weg vom Bildschirm. Muss man wieder WASD nutzen. Also, wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? Wir hatten Dresden eingenommen. Und die Preußen haben uns ein bisschen was vorab zerstört. Das geht eigentlich ja mal gar nicht, Leute. Das geht gar nicht. So, ja, das heißt eigentlich erstmal Runde beenden. Übrigens, was ich letzte Folge beim Nachkommentieren nicht gesagt habe, ihr habt die Unzufriedenheit gesehen, dass die extrem unzufrieden sind. Das ist eigentlich immer nach einer Einnahme. Es ist so. Und die einzigste Sache ist halt auch, dass die dann mächtig Randale machen werden. Und das passt mir eigentlich überhaupt nicht. Jetzt deffen die erstmal Berlin zu. Ich bin jetzt eigentlich für Österreich ein nicer Puffer. Ein Handelsabkommen. Selbstverständlich. Ach, selbstverständlich. Leute, Handelsabkommen? Passt. Obwohl, Moment. Ich muss gerade mal überlegen. Wie sind wir denn mehr auf die zu sprechen? Ja, also, guckt euch die Situation an. Die wollen Handelsabkommen und die zahlen mir 400 für das, dass sie militärisch und unbegrenzt Zeit haben, durch mein Land zu reisen. Was haben die wohl vor? Ich habe gerade eben gesagt, für Österreich bin ich jetzt ein guter Puffer. Ja. Klar, dass die dann durch mich durchmarschieren wollen. Ich bin denen jetzt ein Dorn im Auge. Das passt denen jetzt gerade gar nicht. Aber wisst ihr was? Ein Handelsabkommen geht schon. Aber ansonsten... mehr mache ich nicht. Aber das Handelsabkommen wird noch ein Weilchen bestehen bleiben. Aber auch nicht ewig. Naja, nun gut. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Naja, eigentlich habe ich die ganzen Themen beendet. Ich wollte ja erstmal über ganz FIFA-Gedöns und so hier in der Pause... also nicht in der Pause reden. Forderungen schreiben, Sachsen. Ach, halt's Maul. Wir können doch nichts tun. Was soll ich denn machen, Leute? Was soll ich denn machen? Sie sind nur noch 4 unzufrieden. Sagen wir mal nur. Ja, und ich kann nicht mal das... ich kann nicht mal das ausbauen. Scheiße. Ja, durch die neue Landeinnahme bräuchte ich eigentlich die Steuereinnahmen, aber... klappt nicht. Ach ja, mal nur mal schauen hier. Vielleicht habe ich das ja letztes Mal übersehen, aber nee, hier gibt es keinen Bauernhof in Bayern. Bayern ist übel, was das betrifft. Also klar, dass die Hunger haben. Haben wir eigentlich ein Handelsabkommen jetzt mit Württemberg bereits gehabt? Man weiß es nicht. Man, weiß es nicht. So, Handel... Württemberg, doch, haben wir. Preußen... ja, ja, alles über Handelsroute. Da mache ich schon ein bisschen Asche hier damit. Ist aber auch notwendig. Bei meinen geringen Steuereinnahmen.
Ja, also wir haben folgendes Problem. Auf der einen Seite wollen wir und müssen wir expandieren, weil wir sauklein sind. Auf der anderen Seite können wir noch nicht expandieren, weil wir nicht die nötige Truppenanzahl haben, um anzugreifen und gleichzeitig Sachsen zu deffen, wenn die hier gleich wieder eine Rebellion starten. Also, was machen wir? Gucken, ob was Besseres geht. Schatz. Kandidaten. Armee, Marine. Ja, toll, ich habe eine gute Marine. Toll. Absolute Monarchie. Ich hätte dann ganz gerne Republik, aber dann bin ich wieder bei jedem Scheiße. So, komm. Oh, Mann. Wieso kann da nicht der da rein? Oh, das kann ich ja sogar auswählen. Wusste ich ja gar nicht vorab. Nice one. So, dann nehmen wir. Die sind ja alle gut. Dann packe ich den in die Armee. Und den in die Regierung. Hm, nice one. So, ich würde sagen, jetzt sind sie besser. Das ist vielleicht der Vorteil an so einer absoluten Monarchie. Ich kann einfach auswählen, ja, du gehst jetzt raus, du kommst dafür rein und du gehst jetzt sowieso weg, weil dich mag ich nicht. Das ist doch mal richtig nice, Mann. Ah, Scheiße, Mann, was war jetzt das? Ja. Leute, oder besser gesagt, Houston, wir haben ein Problem. Ich bin gerade auf dem Schlauch. Also, eins nach dem anderen. Erstmal die Sachen reparieren. Dann nachgucken, mit wem Hannover. Hannover ist neutral. Die haben Preußen und Großbritannien. Es könnte zum Problem werden. Und diese scheiß Göllner da. Westfalen. Die haben Württemberg. Oh mein Gott. Scheiße, Mann. Aua. Aua. Ah, jetzt habe ich mir was angehauen. Und zwar das Knie. Tisch. Das tut jetzt gerade ordentlich weh. Na, nun gut. Was brauchen wir jetzt? Mehr Geld. Wie kriegt man mehr Geld? Mehr Handelsrouten. Die Spanier werden ja vernichtet. Not really, aber egal. Leute, die Johanniter. Das sind die gesamten Johanniter. Ist euch schon klar? Das Problem ist, die Typen kann man nicht stoppen. Die sind sauschwer einzunehmen. Die haben nur diese Insel. Und diesen Hafen. Man muss, um diese Insel einzunehmen, in den Hafen rein. Wenn der Hafen aber nicht frei ist, dann kommt man da nicht rein. Weil auf der einen, es gibt nämlich immer so gewisse Zonen um Gebäude rum, wo man seine Truppen dann auf den Inseln nicht abliefern kann. Diese Zonen sind aber, weil die Insel so klein ist, sind die Zonen für die Insel verhältnismäßig einfach zu groß. Das heißt, ich habe es ja gerade hier mit meiner Maus angedeutet, das ist ungefähr die Zone vom, vom Regierung, also von der Hauptstadt, also vom Regierungssitz da, bis ungefähr hier und nahtlos anschließend geht's von der Schiffswerft aus. Schiffswerft. So. Also, was wir machen, ist falsch. So, aber Venedig können wir angreifen. Mit wem ist denn Venedig, ganz dicke? Da war es doch. Verbündete Italien. Handelspartner Spanien, Osmanisches Reich, Österreich. Ja, die italienischen Staaten, die können mich mal genauso kreuzweise. Jetzt habe ich ein böses Wort gesagt. Dann können wir uns doch eigentlich auch gleich nach unten expandieren. Ah, schade, dass ich den nicht Wien abkaufen kann. Das heißt, jetzt muss ich dann immer durch die Alpen durchlaufen. Mein Reich wird zweigespalten. So, ich labe eigentlich jetzt schon wieder viel zu viel. Es kommt nichts Produktives bei raus. Jetzt. So. Ein Wort wurde gesprochen.
Ich hätte ganz gerne eine Schlacht, aber ich glaube, diese Folge wird keine Schlacht passieren. Ich kann es leider nur vorab schon mal sagen. Deswegen fange ich jetzt am besten schon mal mit FIFA an zu labern und versuche, ein bisschen multitaskingfähig zu sein. Also, die Situation sieht so aus. Erstmal ein Rülpser. Ja, leck mir mal. Entschuldigung. Was kommt mir jetzt da gerade hoch? Ich habe eben gefrühstückt. Es hat 11.32 Uhr. Und jetzt labere ich mal über FIFA. Gestern habe ich erstmal 1,5 Stunden gebraucht, um zu realisieren, dass man den PS3-Controller nicht einfach anschließen kann. Jetzt sind die Bösen. Halt's Maul. Wieso beschädigt ihr ausgerechnet das Gebäude? Habe ich erstmal eine halbe Stunde gebraucht, um zu realisieren, dass man für den PS3-Controller noch eine weitere spezielle Software braucht. Also, nee, nicht Software, sondern dass man einen Treiber dafür braucht, damit der PS3-Controller erstmal läuft. So. Das ist schon mal erstens. Zweitens habe ich dann erstmal eine weitere Stunde gebraucht, damit ich den Treiber richtig installiere, weil der hat meinen PS3-Controller nicht erkannt. Das ist momentan irgendwie in dem Haus immer so. Es heißt, Programm starten, anschließen, fertig. Erkennt alles von alleine. Momentan machen wir es auch gerade unten so mit USB-Recording. Schon mal was davon gehört? Man schließt eine Festplatte per USB-Kabel an den Fernseher an und normalerweise erkennt der Fernseher die Festplatte und man kann dann darauf aufnehmen. So, das funktioniert anscheinend nicht mal ohne Internet. Und Faden verloren. Scheiße! Verdammte Scheiße! Ja, aber das funktioniert unten nicht. So, jetzt hat der Faden ist wieder da. Es funktioniert unten nicht. Irgendwie andauernd Blackscreen und alles möglichen Pipapo-Scheißdreck und sowieso und das ist momentan irgendwie immer so. Aber zumindest hab's ich mit meinem PS3-Controller hinbekommen und hab's auch gleich versucht aufzunehmen. Leute, traumhaft. Traumhaft. Selbst wenn Fraps aktiviert ist, 30 FPS vollkommen flüssig. Also das war richtig geil. Trotzdem war es erstmal, nachdem ich den PS3-Controller angeschlossen habe, so, ein langer Weg, denn, wie ihr schon gehört habt, PS3, Xbox oder allgemein FIFA 13 haben extreme Probleme, was die Fehlerrate betrifft. So, und was ist es genau? Ich habe im Internet nachgeschaut, weil bei mir nämlich, und es ist bei vielen so, ist das Spiel einfach immer wieder abgestürzt, wenn man auf Anstoß ein Spiel geklickt hat. Also man drückt einfach Anstoß und dann, wenn man das Spiel startet, tschüss. Das war's. Schon Spiel abgestürzt, du kannst nichts mehr tun. Was macht... Oh mein Gott! Jetzt fickt euch! Ganz ehrlich! Oh Mann, das muss doch jetzt echt nicht sein! Toll! Jetzt habe ich ein Problem. Houston, wir haben ein Problem. Mit denen wollte ich mich nämlich echt nicht anlegen. Zumindest habe ich die Ösis auf meiner Seite. Scheiße, sind das wenig Truppen. Aber komm, das ist doch keine Armee, was die da haben. Und wir haben angeblich sogar schlechte Chancen zu gewinnen. Also, Leute, normalerweise würde ich euch ja jetzt fragen, was ist da los, was kann ich dagegen tun? Nö, ich frage erstmal Google. Ganz wichtig. Und
Was habe ich gesehen? Ja, verdammt, bei mir ist das gleiche. Scheiß Spiel, ich gebe es gleich zurück, Mann. Was ist mit meinem PC los? Dann hat einer auf einmal geschrieben, ja, ich habe meinen Grafikkartentreiber neu aufgesetzt. Ich habe in meinem PC drin eine Nvidia GeForce 260. Müsste sein, ja. Grafikkarte. Was ist passiert? Ich habe nachgeguckt. Erstmal 5 Minuten im PC suchen. Wo sind diese verdammten Grafikkarteneinstellungen? Wo sind die? Dann habe ich gefunden, die Version war 180. Die aktuellste war 300. Ja, der war ein bisschen not up to date. Not. Gut. Dann habe ich den aktualisiert und es ging zum Glück. Manche haben das Pech gehabt, bei denen hat es trotzdem nicht geklappt. Ja, aber das Problem bei den Konsolen war, dass wenn die den Karrieremodus gestartet haben, ist die ganze Konsole eingefroren. Also, das war noch mehr Scheiße. Auf jeden Fall gut, dass ich das jetzt vor dieser Schlacht besprochen habe, denn wir brauchen ein wenig Konzentration. Scheiße. Wie ich mache es gerade falsch. Also erstmal hier ab in den Wald. Vielleicht noch ein bisschen weiter rüber. So, jetzt sind sie alle versteckt. Lass ich die doch mal kommen. Warte mal. So, nee, noch ein bisschen weiter zurück. Vielleicht noch ein bisschen weiter rüber. Ja, so kann man es machen. So, hier Schützengräben machen. Vielleicht die ganzen Truppen noch ein bisschen tiefer erhöhen. So. Genau, weil dann sind die Schützengräben nämlich genau darauf ausgelegt. So. Perfekt. Wunderschön. Dann, die Milizen sind meine, das ist mein Kanonenfutter. Die bilden aber vorher nochmal eine Truppe. Und die Leibwache muss da hinten bleiben. So. Na, am besten noch ein bisschen weiter hier. Obwohl, kann ich die im Wald verstecken? Oder vielleicht auch hier? Ach, scheiße, nee, den General kann man nicht verstecken. Egal, tue ich's provisorisch einfach mal da hinten in den Wald rein. Dann, die bilden jetzt eine Kleingruppe. Und die sind E-Futter für die Kanonen. So, was haben wir hier? Ich bekomme Unterstützung. Oh, fuck. Was ist denn das? Bitte sag, dass das Ösis sind. Ja, doch, stimmt. Da kommt eine Kavallerie. Ach du Scheiße, die müssen wir abfangen. Erstmal die Situation peilen. Wie ich sehe, kommt hier ein Regiment zum Pferde. Hier kommen ein paar Pferde rein. Aber hier kommen lauter Verbündeteneinheiten rein. Nice one. So, was heißt es? Flanken schützen. Die Miliz muss die Flanke schützen. Ich hätte natürlich auch das jetzt so machen können, dass ich die Flanke hier ein bisschen abrunde. Hätte ich definitiv machen müssen. Aber naja, geschenkt. Ich kann es ja jetzt auch so machen. Die rücken jetzt nach und nach vor. Meine Pferde sollten vielleicht jetzt nach und nach daran denken, sich doch noch ein wenig hinter die Flanke zu verziehen. Also hinter die Mauer eigentlich. Hinter die Mauer. Oh mein Gott, wie das halt gleich wieder klingt. So, und jetzt lauft! Lauft! Ich würde sagen, das ist ein Abwehrbollwerk. Oh ja, das finde ich immer so schön nice, wenn hier die Cover, wenn hier gleich die Leibwache des Generals mit nach vorne kommt, weil dadurch haben sie eigentlich schon fast immer verloren. Die kann ich dadurch immer saugeil verdrängen. Na gut, also gleich wieder ein paar Tipps geben, vorab. Was ich jetzt wieder mal nicht gemacht habe, bestes Beispiel, rundet eure Flanken ab. Es macht keinen Sinn, das war bloß aus der letzten Schlacht mal wieder so bei mir drin.
Es macht keinen Sinn, dass ihr einfach eine Linie macht. Es ist zwar schon ganz lustig, aber na gut. Leute, seid ihr behindert oder so? Leute. Leute, sag mal, haben die einen an der Waffe? Oh mein Gott, bin ich böse. Wollen die mich jetzt eiskalt von hinten überraschen? Oh mein Gott. Als ob ich die nicht gesehen hätte. Süß. Oh, ach du Scheiße. Überfall! Meine Flanke stirbt. Scheiße. Genau deswegen rundet eure Flanken ab. Ah, Kotz. Kotz, Wirk, Schlabber, Schlürf. Ah, da traue ich mich jetzt nicht rein. Und wo bleibt die Verstärkung, verdammt nochmal? Aber es finde ich gut, dass ein Regiment zu Pferde schon mal raus ist. Jetzt muss ich meins auch hier rüber schicken. Aber sowas von. Die zerstören hier eindeutig meine Flanke. Und wie viel Verstärkung kommt denn da? Ey, das ist ja abartig. Leute! Wo bleibt die Verstärkung aus Österreich? Verdammt nochmal! Alter Mann! Was kommt denn da bitte gerade für eine Verstärkung rein? Das wird eine Schlacht werden. Alter, und ihr habt auch die Ruhe weg, oder? Lauf doch mal, verdammte Scheiße! Hier ist die Kacke gerade am Dampfen und ihr habt die Ruhe weg. Wie wäre es, wenn ihr schießt? Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Das ist der Nachteil halt. Ich habe mit Preußen ist halt das... Leute, Leute. Hallo, wie wär's? Nahkampf? Irgendwie sowas mal. So, und jetzt auf geht's. Laufen! Leute, es gibt sowas wie einen Laufschritt. Oh, shit, Mann. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Jetzt kommt da noch ein Regiment zu Pferde. Sag mal, wo haben die ganze Verstärkung her? Flanken verschieben. Die muss auf jeden Fall rüber. So, auf geht's. Also den Kampf werde ich hier definitiv gewinnen. Alle Nahkampf. Not nice. Not nice. Jetzt kommen auch noch die... Oh, wo bleibt Österreich? Zumindest haben sie da hinten das unter Kontrolle. Oh ja, das ist die Leibwache. Das ist die Leibwache. Geil. Jawohl. Oh, da ist wenigstens etwas zu gebrauchen. Die blöden Spassis. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo bleibt die Kavallerie? Ach du Scheiße, wo geht die Kavallerie hin? Ach du Scheiße, Mann. What the hell? Die machen ja... Oh! Da werden die ja narrisch. So, da unten. Ja, das sind meine Scheiße. Die Leibwache des Generals kommt auch gleich mal zur Hilfe. Okay, Leute. Ja, so geht's auch. Nahkampf, Angriff. Ja, ja. Angrifffotos, Fokus auf den Regiment zu Pferde. Ah, verdammt. Das wird mächtig Verluste geben. Vor allem, ich bin ja auch noch direkt neben Berlin. Ach du heilige Scheiße. Oh mein Gott. Woher haben die ganzen Truppen, verdammte Scheiße? Generalverlagerung. Leute, steht ihr jetzt gerade einfach nur ineinander? Also, ich kann nicht klagen. Zuckt's Bayonett und ab geht's. Oh Mann. Aber die treffen trotzdem nichts.
Habt ihr jetzt vielleicht endlich mal den General tot? Ihr müsst doch nur noch einen treffen! Das ist der General! Ach du Scheiße, Mann! Lass doch den General nicht entkommen! Ach du Scheiße! Oh Mann! Das kann doch nicht wahr sein! Ihr lasst genau den General entkommen! Oh nein! Oh, ja, Özi macht auch noch hier einen Angriff rein. Fokus das Regiment zu Pferde. Dann nicht die Pikiniere. Oder? Heißt die so? Pikiniere, ne? Ich würde sagen, von denen sterben deutlich mehr. Auch wenn bei mir jetzt inzwischen auch Verluste anzuschreiben sind. Die verlieren deutlich mehr, weil ich mein Bajonett gezuckt habe. Solch ein Opfer. So, die Leibwache, die bleibt jetzt mal bitte da hinten. Ich hab immer viel zu viel Schiss, dass mein General drauf geht, weil die Moral des Teams geht dann derbe in Arsch. Das glaubt ihr nicht. Ja, aber die Leibwache, die hat echt Mumm. Die geht rein in alles. So, kann jetzt... Jawohl, die flüchten jetzt endlich mal. Flankensieg haben wir gewonnen. So, hier gehen sie jetzt auch alle langsam hops. Jawohl! Fokus, auf geht's. Pferde? Wie wär's? Seid ihr euch zu schade? Nice one. Nice one. Sehr müde, ja und? Ach du heilige Scheiße. Leute! Ist das abartig oder ist das abartig? Da geht's Klammer auf 7 FPS runter. Aber trotzdem, das ist ja abartig. Zwei preußische Armeen flüchten. Jawohl, da flüchtet gleich noch eine. Schönes Ding, schönes Ding. So, und die, bevor sie jetzt gar keine mehr sind, zucken das Bajonett und greifen die da an. Bajonett gezuckt und Angriff. Mit Bajonett können wir noch gewinnen. Ihr seid euch immer noch zu schade, oder? Ich habe eine ganze Regiment zu Pferde verloren. Jawohl, und jetzt gewinnen wir das Ding. Komm, da fliegen ein paar Preußen weg. Schade doch nicht. Ach, scheiße. Ja, aber bei denen entkommt auch der General. Das ist gut. Das ist gut. Da kommt jetzt die Verstärkung. Leute. Was ist das für eine Verstärkung? Ich habe Verluste einzustecken. Und das ist ein Bruchteil ihrer Armee. Ja, die können jetzt auch nichts mehr tun. Also würde ich erstmal sagen, Bajonett gezuckt. Nahkampfangriff. Da können wir definitiv noch am meisten ausrichten. Kann die vielleicht jetzt endlich mal flüchten? Ach du Scheiße. Die gewinnt das Ding, oder was? Welche von diesen Einheiten hat jetzt noch kein Bajonett? Die packen jetzt noch das Bajonett, verdammte Scheiße. Viel zu viel. Scheiße, wir verlieren das Ding vielleicht noch. Ja, obwohl hier haben wir genug. So, die haben inzwischen... Oh fuck, wir verlieren viel zu schnell. Ist übel. Die haben noch eine Linieninfanterie. Wieso haben wir nicht den General down gekriegt? Mann, wir hätten die so leicht fertig machen können. Und da kommt erst die österreichische Verstärkung. Alter, wir verlieren das Ding hier an dieser Flanke. Ach du Scheiße. Was soll jetzt der Scheiß? Wir haben das Ding verloren. Ja, los. Wir brauchen die drüben Verstärkung. Die Flanke ist nicht schlimm, wenn wir die verlieren. Die müssen erstmal rüberkommen.
Aber da ist der Hauptkampf, da müssen wir die Schlacht gewinnen. Scheiße. Alles flüchtet. Fuck. Jetzt kann ich da nur noch auf österreichische Verstärkung hoffen. Ja, wie wär's, wenn ihr mal rennen würdet? Oh Mann. Ich hock da grad und denk, ich sehe nicht richtig. Das ist abartig. Wieso muss Preußen mir ausgerechnet den... Wieso ausgerechnet Preußen? Jede Nation könnte es tun, aber nicht Preußen. Oh Mann, das kotzt. Hätte ich doch erst Venedig einnehmen sollen. Dann hätte ich mich mit Preußen da schon rausgehalten. Die hätten Sachsen eingenommen. Aber das ist viel zu früh. Die Preußen haben halt am Anfang ein unglaublich großes Heer. Aber ohne Schlacht kriegen die die Stadt nicht. Ja, die kommen. Die jagen uns jetzt auch in den Tod. Leck mich am Arsch. So, ihr lauft jetzt. Ja, nice, nice, nice. Die laufen voll auf die österreichische Verstärkung zu. Jawohl. Nicht euer Ernst, dass ihr jetzt auch noch gegen die verliert. Ihr dürft nicht gegen die verlieren. Ihr habt euer Bajonett bereits gezuckt. Ja, das finde ich super von euch, dass ihr da jetzt hinlauft. Wie wär's hier, Freifänkler? Jawohl! Schönes Ding! Wieso trefft ihr keine? Oh Mann! Mann, es wird schon wieder so eine epic lange Folge. Nein, Österreich, ich brauche hier Verstärkung. Oh nein. Jetzt verlieren wir hier auch noch. Scheiße. Ja, die Stadt ist verloren. Also im Sinne von... Die haben eine vollständige 20-Truppen-Armee in Berlin stehen. Die muss nur einmal kurz rüberrennen. Das war's. Ja, scheiße, die erste ist schon wieder am Verlieren, am Flüchten. Danke, dass ihr auch mal hier die Güte habt zu kommen. Ja, jetzt flüchten bis auf die alle. Toll. Ja, und der General, aber der General, der ist außen vor. Die nächste ist dabei zu flüchten. Ach du Scheiße. Ach, nicht Rückzug. Meine Güte. Jetzt sind alle am Flüchten. Ich spule mal ein bisschen. Das ist jetzt schon ein bisschen frustend. Oh, jawohl! Österreich, jetzt pumpt mal hier die Preußen zu. Komm schon. Leute! Was habt ihr denn für Probleme? Die haben ja eine miserable Moral. Wegen denen verlieren wir das jetzt. Heilige Scheiße. Was haben denn die für eine Moral? Schön. Ihr wisst schon, dass mich das jetzt gerade mächtig aufregt. Ihr könnt es an meiner Stimme hören. So. Wo ist das Ding? Mann! Stadt verloren, die ich gerade versucht habe aufzubauen. Sollen die beiden sich doch bekriegen, dann gehe ich auf wen anders. Ich habe jetzt echt gute Lust, einfach
das nicht zu speichern und zu beenden. Na, schöner Scheiß. Und wieso kamen die nicht? Wieso? Mit denen hätte ich es lässig gewonnen. Nee. Es muss natürlich nur diese Mini-Armee da zur Verstärkung kommen. Jetzt haben die Sachsen. Ich bin durchaus gerade etwas angefressen, deswegen hört ihr gerade nichts. Ja, muss ich mich erstmal nach Süden orientieren. Aber erstmal wieder Armee aufbauen. Ja, toll. Die, die es überlebt haben, wurden gefangen genommen. Toll, das heißt, selbst mein General ist am Arsch. Super. Ganz toll. Jetzt heißt es erstmal wieder rundenlange Aufbauarbeit. So, da das am Montag hochgeladen wird, Scheiße. Ich kann es ja jetzt nur speichern oder nicht. Ich kann auch nicht die ganze Zeit das durchlaufen lassen. Aber man kann es ja auch nicht ändern. Andererseits wird ja nach jeder Runde gespeichert. Was heißt das jetzt im Grunde? Na, jetzt heißt es erstmal wieder Aufbauarbeit leisten. Das hat keinen Sinn. Also, es wird jetzt erstmal... Es wird jetzt erstmal eine rundenlange Aufbauarbeit geben. Das gehört leider jetzt zum Spiel dazu. Heißt, ich werde mich hier nach in München erstmal wieder so 5-6 Runden verschanzen, mir eine gute Armee aufbauen und... Ja, dann sage ich euch... Nein, diesmal habe ich nicht genug geschwafelt, aber... Ein genervter Paddy sagt, bis zur nächsten Folge. Ciao.